Also ich weiß nicht, wo mehr los war. Frank, war es in Göppingen oder ist es hier in Großwallstadt der Fall? In jedem Fall verstehe ich mein eigenes Wort, wenn hier auf der Tribüne ist. Also seit ungefähr einer halben Stunde ein Trommeln hier, das nicht enden will. Ne? Ich glaube, das ist jetzt noch mehr los als letzte Woche in Göppingen. Ohrenbetäubender Lärm, eben als TV Großwallstadt eingelaufen ist. Sowas habe ich ganz, ganz selten nur erlebt. Alles voll hier, hinter uns Zuschauer, neben uns Zuschauer. Diese Halle ist wirklich bis auf den letzten Zentimeter gefüllt. Das ist unglaublich. Das sind die Fans, die aus Göppingen mitgereist sind. Sport 80 an der Zahl. Ja, werden die heute jubeln dürfen oder Großwallstadt? Enges Ding. Das ist die richtige Entscheidung. Ich glaube ja vielleicht ein bisschen mehr an TV Großwallstadt. Ganz einfach, weil hier die Atmosphäre so aufgeheizt ist und wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube, das wird heute reichen zum Sieg mit mehr als zwei Toren. Den Mann, den Sie gerade gesehen haben, Kaufmann, wird eine Menge ankommen. Auf die Fans natürlich auch. Wer ist hier stimmgewaltiger? Draußen viele Zelte. Ja, unser Regisseur fängt die ganze Dramatik hier schon ein. Das ist wirklich Wahnsinn. Wahrscheinlich kann gar nicht angepfiffen werden. Das hört kein Mensch hier in der Halle. Ja, und das geht in der Tat schon seit 30 Minuten so. Die beiden Schiedsrichter wären Andersen und Sodal aus Norwegen. Ich glaube, sind auch schon beeindruckt. Gestern waren es zwar 10.000 in der Kölner Arena, aber hier ist eine andere Atmosphäre. Ne? Das ist einfach gedrungener, das Ganze. Ja, da ist die Halle ja auch ein bisschen größer. Also hier ist sie wirklich Mann und Maus. Hier passt keine Maus mehr rein in die Halle. Wie gesagt, die Zuschauer stehen direkt hinter uns. Besuch, gibt es auch noch den Pott. Natürlich gibt es zu gewinnen in der Halle. Ich weiß noch, was einfahren können. Der bayerische Finanzminister, Herr Georg Fahrenschon, genau gesagt Staatsminister der Finanzen, muss man sagen, in Bayern. Tja, jetzt geht es gleich los. Dürfte wieder eine ähnliche Schlacht werden wie im Hinspiel. Da haben wir die Aufstellung von Göttingen, Tahirovic, überragend gehalten im Hinspiel. Aber er war vorhin sauer, ich habe mit ihm gesprochen. Er sagte, ja, hat trotzdem nicht so gereicht, wie ich es mir vorgestellt habe, weil zwei Tore ist ein bisschen wenig. Das stimmt, 21 Tore zu kassieren, das ist absolut in Ordnung, das ist super. Aber es hat halt im Angriff nicht ganz so gepasst. Dafür bei Schöne, bei Kaufmann, Haas auch mit starker Leistung, muss man so sagen. Horak ebenfalls in der ersten Halbzeit. Das sind alles so Leute, die die Schützen sind dieser Mannschaft, die ja immerhin in der Liga Fünfter ist derzeit, aber keinen Champions-League-Qualifikationsplatz mehr ergattern kann. Der TV Großwallstadt ebenfalls mit einem überragenden Keeper, mit Andersson, der den Verein verlassen wird. Mit Spatz, Weinhold, dem Nationalmannschaftshalb, rechten Knäher, Tietke, Jakobsen. Aber im Angriff, da war es noch ein bisschen mau im Hinspiel. Ja, das war von beiden Seiten so. Und ich glaube, ganz zu Recht haben die Trainer das mokiert und wollen heute im Angriff eine bessere Leistung sehen. Fordern die einen von ihren Spielern. Es muss einfach flüssiger gespielt werden. Nicht nur eins gegen eins. Das war doch ein ziemliches Gewürge teilweise. Es geht um sehr viel, aber dann darf die spielerische Linie nie verloren gehen. Ich glaube schon, dass wir das heute sehen werden, dass wir ein kampfbetontes Spiel sehen werden, aber was nicht so sehr in einem Gewürge ausatmen wird. Die beiden Trainer, Petkovic auf der einen Seite, ein Trainer Fuchs, der meistens zum richtigen Moment die Auszeit nimmt. Auf der anderen Seite Peter David, der ja Bigler abgelöst hat, Michael Bigler, der sicherlich einen Grundstock gelegt hat im Vorfeld, der bis Dezember Trainer war dieser Mannschaft für die Erfolge, die dann Großwallstadt unter anderem in diesen Cup gelegt hat. Man muss aber auch sagen, dass Peter David einen guten Job gemacht hat beim Hinspiel. Er hat sehr gut gewechselt. Reinhold, der sehr stark in der Anfangsphase gespielt hat, hat dann Platz gemacht für Moritz Schitzmeier, der auch eine sehr gute Partie abgeliefert hat. Und so sollte es ja idealerweise auch sein. Ich hoffe, dass wir ein spannendes Spiel hier mitbekommen. Hoffentlich bis zum, in Anführungsstrichen, letzten Atemzug. Die Göppinger werden sich so teuer verkaufen, wie es eben geht. Mit Kaufmann, mit Haas werden sie beginnen, die beiden Nationalspieler im Gespräch. Kaufmann in den Verein Richtung SG Flensburg-Handewitt verlässt, da dann im nächsten Jahr zusammen mit einem Holger Glandorf aus Lemgo im Rückraum spielen wird. Ja, teuer verkaufen, die haben sicherlich eine andere Marschroute und eine andere Zielsetzung. Alles andere als ein Sieg hier für Bischof Göppingen wäre sicherlich eine große Enttäuschung. Nicht zuletzt, weil sie ja eben deutlich besser stehen in der Liga, in der Tabelle. In wenigen Augenblicken geht es los. Göppingen mit Anwurf, Manuel Späth wird am Kreis beginnen. Haas im Rückraum, schön rechts außen mit der 6 Tiede auf halb rechts. Hinspiel ein bisschen blass, links außen Oprea.
bester Torschütze bislang. Interessant heute, Jens Tiedtke fängt sofort auf halb links in der Deckung an. Das bedeutet auch, dass er vorne auf links außen spielt, nehme ich mal an. Und das ist die einzige Umstellung im Vergleich zum Hinspiel. Göpping spielt genauso wie im Hinspiel, fängt genauso an und Großwaldstadt hat diese eine Änderung. Kaufmann. Aus der 6-0-Abwehr heraus dann doch aggressiv auf die Halben raus. Die Großwaldstädter Deckung. Ja, ich habe Tide eben angesprochen, da beginnt er heute ganz anders. Mit dem Überzieher zwischen 1 und 2 durch. Klasse Tor. Sehr gut gemacht, ja. Geben Sie Stürmer faul. Das ist immer eine ganz haarige Entscheidung. Also der Grat zwischen Stürmer faul und 7 Meter ist da extrem schmal. Wenn Tiede dann nur ein bisschen im Kreis steht, musst du 7 Meter pfeifen. Und ansonsten Stürmer faul. Das bringt natürlich die Zuschauer hier gehörig auf die Palme. Zumal der gleiche Spieler jetzt auch das 2-0 gemacht hat. Richtig guter Anfang für ihn. Es gibt natürlich Selbstvertrauen auch. Großwaldstadt mit Schermann in der Mitte. Mehr. Und geht genauso los wie im Hinspiel. Das war ein deutlicher 7 Meter. Ja, er steht im Kreis, gibt auch sofort zu. Alles in Ordnung. Michael Spatz wird kommen, der im Hinspiel nicht von Beginn an agierte. Ja, und er beginnt wie im Hinspiel. Der Helfer da, Enid Tahirovic. Hat im Hinspiel von den ersten 10 Würfen 9 gehalten. Aber das kennt Großwaldstadt ja, dass sie die Anfangsphase nicht optimal gestalten. Das war letzte Woche so und danach haben sie sich richtig in dieses Spiel reingebissen. Und ich gehe davon aus, dass es heute auch so sein wird. Da haben sie nur ein Tor gemacht in den ersten 12 Minuten. Aber hier spielen sie zu Hause. Bisschen Glück dabei. Schöne 3-0. Da haben wir noch die Marschrichtung gesehen von Jens Tiedtke in der Abwehr. Er geht richtig offensiv raus, obwohl es eine Kreuzung war. Es war nicht unbedingt sein Mann, aber er soll offensiv gehen. Und hat sehr viel Pech gehabt, dass der Ball noch bei Tiede gelandet ist. Göpping mit einem sehr konzentrierten Beginn hier. Von Nervosität ist bei ihm nicht viel zu spüren. Natürlich spielt Großwaldstadt auch mit Jens Tiedtke auf links außen das ein oder andere Mal den Übergang, damit man mit zwei gelehrten Kreisläufern agieren kann, was jetzt nicht funktioniert hat. Das haben wir auch schon im Hinspiel gesehen, dass Oliver Körmer dann versucht hat, Sperre absetzen zu spielen mit Tiedtke. Das hat auch ganz gut funktioniert. Hier jetzt noch nicht. Der technische Fehler wurde sofort bestraft von Göppingen. Sieht auch hier wieder ein bisschen hilflos aus, was die Großwaldstädter da vorne machen. Die sind sehr nervös. Und es wäre jetzt ungemein wichtig, ein Tor zu erzielen. Denn ansonsten sehe ich auch schon direkt eine Auszeit, die Peter David nehmen muss. Hätte er übrigens auch 2 Minuten geben können für die Aktion. Ja, da hätte er sich sogar aussuchen können, wem.
ob Anušić, der von hinten gezogen hat, oder Spät. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist internationales Niveau, da wird grundsätzlich weniger gepfiffen als in der Liga. Ja, das ist auch nicht so zwingend. Da hätte Stefan Knäher ruhig aus dem ersten Schritt schon hochgehen können. Stattdessen wartet er vielleicht ein bisschen ab und lässt sich auch zumachen. Dann Michael Haas lässt sich das natürlich nicht nehmen und geht ihn auf 8 Metern extrem hart an. Aber fair. Kam von vorne. Körmann. Die richtig zündende Idee kommt da noch nicht aus der Mittelposition. Läuft sich mal wieder fest. Die Uhr läuft von 5,5 Minuten erneut kein Tor für den TV Großwalstadt, der in der Addition schon mit 6 Toren hinten liegt. Es ist auch extrem schwierig, jetzt reinzukommen. Also jetzt sind sie sehr nervös. Dann haben sie den Spielzug angesagt, der nichts geworden ist. Die Halle ist sehr laut und mit Oliver Körmann in der Mitte. Es ist dann extrem schwierig, einen neuen Spielzug anzusagen. Er läuft natürlich auch Gefahr, ein Zeitspiel dann zu provozieren. Aber jetzt hatten sie genügend Zeit, nach dieser kleinen Auszeit sich etwas Neues auszudenken. Und das Kreuz hat jetzt funktioniert. Extrem wichtig jetzt für TV Großwalstadt. Stefan Knäher, erstes Tor nach gleich 6 Minuten. Oh, da wäre er völlig frei gewesen. Am Kreisstuhl, Anspiel von Kaufmann. Oprea war da eingelaufen. Auch das haben wir viel im Hinspiel gesehen. Dass Oprea eingelaufen ist und dass sie ihr Heil in der Mitte beim Kreisläufer gesucht haben. Das haben sie so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht. Es lief ja viel durch die Mitte bei Göppingen. Kaum etwas über außen. Und auch hier sieht man, sämtliche Bewegungen gehen zur Mitte. Oprea läuft nicht weit zwischen 1 und 2, sondern er bleibt in der Mitte stehen als Kreisläufer. Großwalstadt muss jetzt versuchen, über die Abwehr ins Spiel zu kommen. Ähnlich wie im Hinspiel, wo sie das geschafft haben nach einer gewissen Zeit. Haas. Oprea, schön durchgesetzt. Ja, da hat man deutlich gesehen, was für Probleme es gibt, wenn man ganz kleine Abwehr aufteilt. Jakobsen war vorne und Knäher war hinten und ist mit dem Kreisläufer dann mitgegangen. Er musste mitgehen und hat natürlich so die Mitte extrem weit aufgemacht. Jakobsen wusste nicht, was er machen sollte, ob er stehen bleiben soll oder mitgehen. Und so kann Oprea durchgehen. Jetzt auf der anderen Seite Tietke, natürlich super freigespielt. Und der nutzt seine Chance, wie schon im Hinspiel, als Andreas Kunz so einen extrem schlechten Einstand hatte. Du erinnerst dich. Die ersten 3 verworfen. Peter David will ihn sicher auch schützen jetzt, indem er ihn nicht anfangen lässt. Aber wir werden sicherlich Andreas Kunz auch noch sehen. Sperre da gesetzt am Kreis und Kaufmann nutzt das sofort. Kaufmann können Sie uns auch erleben, dann bin ich ziemlich sicher am 8. Juni, wenn es heißt Österreich gegen Deutschland in Innsbruck. Eurosport wird dieses EM-Qualifikationsspiel übertragen. Und da braucht Deutschland sicher einen gut aufgelegten Lars Kaufmann. Da haben wir noch ein paar andere. Petto ist klar. Auch Pascal Hens wieder in Topform. Aber Kaufmann ist halt einer, der aus 10 Metern einfache Tore werfen kann, ähnlich wie wir es hier eben gesehen haben. Und das tut weh. Das war sicher keine böse Absicht, aber wenn wir uns das nochmal in der Zeitlupe anschauen, er hat ihn eigentlich nur geblockt. Na, er geht in den Wurfarm. Dafür gibt es folgerichtig die 2 Minuten. Oh, ja, ja. Wollen wir hoffen, dass Steffen Weiner da nichts passiert ist. Er ist am Trikot gerissen, hätte auch noch 2 Minuten gegen. Ja, ich muss meinen Kommentar revidieren. Das war ein böses Foul. Das war sicher keine Absicht von ihm, aber das waren mindestens 2 Minuten. Von der Seite gekommen und voll in den Wurfarm gegangen. Und Anušić hatte von hinten am Trikot noch gerissen, also da hätte man sogar 2 rausschicken können. Da sieht man auch, dass Anušić
aufgrund seiner Körpergröße und seines Gewichts nicht schnell genug ist für Steffen Weinhold. Der wirklich extrem flink auf den Beinen ist und wenn der halt rumkommt, zum Kreuz geholt wird und Anušić steht auf 9 Metern. Michael Spatz, 3:6. Das gehört natürlich auch dazu, zum Europapokalfinale. Jetzt kommen die Emotionen, Michael Spatz bekommt gleich eine Ermahnung vom Schiedsrichter, er soll nicht provozieren, den Torhüter auf der anderen Seite. Aber ich glaube, das ist Michael Spatz ja ziemlich egal. In Unterzahl, bisschen schnell geworfen, Michael Haas. Michael Haas ist ja unglaublich diszipliniert geworden jetzt, als er nach Göppingen gewechselt ist von Minden. In Minden hat er noch extrem viele Torversuche, weil er auch nicht so torgefährliche Rückraumspieler neben sich hatte. Da hat er sich wesentlich mehr Würfe genommen als jetzt in Göppingen. Aber ab und zu kommt das noch durch bei ihm, dass er eine Lücke sieht und dann einfach mal aufs Tor wirft. Und das war definitiv eben zu früh im Angriff, gerade bei Unterzahl. Und das bietet Groß-Waldstadt die Chance, jetzt vor und vor wieder ranzukämpfen. Stefan Knäher, trotz Bedrängnis, 4:6. Na klar, in Addition sind es 4 Tore. Aber es ist natürlich gar nichts im Handball. Gerade mal 9,5 Minuten gespielt. Die Halle steht top. Es ist gar nichts passiert. Das Spiel wird hier erst in den letzten Minuten entschieden. Kind Neule jetzt Rückraum halb rechts bei Göppingen. Kaufmann. Göpping mit nur 4 Spielern. Sommerfaul. Ja, das ist natürlich eine Positionsentscheidung, glaube ich, für das Ding von vorhin. Ja. Und die Groß-Waldstädter mit Weinhold bauen wieder auf. Jetzt eine Überzahlsituation abgelaufen. Müsste schon wieder draufkommen, der 5. Göppinger, ein bisschen spät. Ja, viele Mannschaften wissen nicht so richtig, was sie bei 6 gegen 4 spielen sollen, weil diese Situation so selten vorkommt, dass man sie kaum trainiert. Und genau das Phänomen sehen wir jetzt hier. Das war alles ein bisschen durcheinander. War schon wieder 6 gegen 5? Ja, das stimmt. Jetzt zum Ende war es 6 gegen 5. Aber auch wieder konzeptionslos, ne? Ja, wieder möchte ich jetzt nicht sagen. Sie wollten das schnelle Tor machen und das hat nicht funktioniert. Und auch dort das Stürmerfoul zu geben, kann man in Frage stellen. Kann auch nicht zufrieden sein, der Groß-Waldstädter Coach Haas. Foul provozieren will, wird ermahnt da vom norwegischen Schiedsrichter, das nicht zu tun. Jakobsen war kurz am Hals. Die Schiedsrichter versuchen sich hier durchzusetzen, indem sie hart gestikulieren. Was wir eben bei Michael Spatz gesehen haben oder jetzt bei Michael Haas. Er soll nicht schauspielern. Ob das Wirkung zeigt, weiß ich nicht. Schön durchgespielt auf Spatz. Dajerovic. Und da läuft er schon. Der Tempo-Gegenstoß über Schöne. Bitter Treffer für ihn. 7:4 Göppingen. Aber man hat es gesehen. Ich glaube, er stand im Kreis ein bisschen. Ja. Guter Block. Super Block.
So muss es sein, dass der Halbe hinten absichert und dann den Ball blockt. Immer wieder mehr auf halb links und immer wieder Tahirovic von außen nicht leicht zu knacken. Reinhold. Kurz und schmerzlos. Göppingen, Tiede, auch er mit 3 Toren. Petkovic immer in seinem Element, der Coach Göppingen, wichtig, solche Abpraller zu kriegen. Göppingen bleibt konstant vorne. Und wir sehen wirklich ein komplett anderes Spiel als noch vor einer Woche. Jetzt haben wir nach 14 Minuten schon 13 Tore insgesamt. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften mehr für den Angriff getan haben in der Woche. Gepfiffen. Da sind sie großzügig. Auswärts liegt der Groß-Holstädter in Kiel. Ah, schön parallel gestoßen und nimmt sich den ganz großen Winkel. Kietke. Hat super gemacht. Körmann uneigennützig vorher. Da hat man die Situation sofort ausgenutzt, dass Stefan Schöne jetzt auf halb rechts gedeckt hat und sie nicht wechseln konnten. Das sieht natürlich Olli Körmann und der sagt dann sowas an. Ich komme nicht zum Kreuz, sondern breche ab und lege den Ball nach links außen, sodass Tietke einen Riesenwinkel hat. Das ist einfach gut gespielt. Christian Schöne meine ich natürlich. Ich habe Stefan gesagt, das war ein anderer. Gut, der hat früher aber bei Turo Düsseldorf gespielt. Ja, und da war auch Massenheim und das Echo. Der hat ja den Wurf aus dem Lauf erfunden. Als ich es ausgesprochen hatte, kam mir das schon Spanisch vor. Ich hoffe, Christian nimmt es mir nicht übel. Schätze nicht. Ist auch noch dabei. Und wieder auf außen abgelegt. Diesmal, ja, vorhin darf man Stürmerfall jetzt zur Abwehr durch den Kreis, 7 Meter. Ja. Ist natürlich Zentimeter auf dem Kreis. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass die Schiedsrichter da so ganz intuitiv entscheiden. Mal geben sie 7 Meter, mal Stürmerfall.
zu acht. Und langsam kommt der Käfer aus Fallstadt ran. Nur noch drei Tore aufzuholen. Aber bei einem bin ich mir ziemlich sicher, die Göttinger werden hier auswärts mehr als 21 Tore werfen. Ja, das ist jetzt schon abzusehen. Ganz klar. Würde heißen, dass Groß-Waldstadt in jedem Fall mit drei Toren das Spiel zu seinen Gunsten entscheiden muss. Pech für Tiede. Ja, das liegt unter anderem daran, weil Tiede so einen starken Auftritt bislang hat. Und auch hier, er ist ja so extrem lang, über zwei Meter. Er springt nicht nach vorne, sondern er springt nur nach oben. Und man hat als Abwehrspieler keine Chance, an ihn ranzukommen. Du kannst so den Block stellen, aber so einen Mann zu blocken, ist natürlich sehr schwierig. Und Süß. Scheitert. Haas mit Kaufmann, ganz kurze Einlage auf Walter. Körmann. Oh, starke Aktion. Und Wechsel ab der Angriff. Larsson an den Kreis, Körmann bleibt. Das war Stürmerfaul. Ja. In dem Fall ganz deutlich zu erkennen. Das war vielleicht schon die falsche Entscheidung von Stefan Knäher, weil er eigentlich schon Michael Haas gebunden hatte. Der Pass zum Kreisläufer wäre vielleicht besser gewesen, aber so ist es natürlich auch ganz schwierig dann in der Situation zu entscheiden. Ja, man hört das vielleicht hier über die Mikros. Hinter mir stehen die Zuschauer und schreien sich die Seele aus dem Leib. Andersson. Reinhold. Aber sofort aufmerksam dazwischen. Gelb gegen Opea. Was Opea sehr gut macht, ist, dass er den Halben, wenn er versucht durchzubrechen zwischen 1 und 2, dass er sich sehr geschickt hinstellt. Denn das ist das Schlimmste für einen Halbspieler, wenn du dich entscheidest, selber zu gehen und nicht zum Außen zu spielen und dann einen Stürmerfoul gegen den Außen machst und dir dabei selber wehtut. Und das hat Opea unglaublich gut drauf. Auszeit für Anusic, sprich 2 Minuten Strafe. Selber gehen können. Ja, das war mit Ansage. Genau wie im Hinspiel. Kein guter Winkel für ihn, keine gute Wurfposition. Ohne Mühe der Göppinger Keeper. Ja, da
Lasse durchgesetzt. Die Stärke von Michael Haas. Er sucht das 1 gegen 1 und kann zu beiden Seiten wackeln und auch zum Abschluss da kommen. Naja, jetzt hat er, macht das. Da ist immer ein großes Loch. Oh, wenn einer gestürzt war. Aber bislang hat Göppingen immer geführt. Ich spreche auf der Bank mit dem Co-Trainer, mit Ulrich Wolf. Und Tiede macht es heute. Tor Nummer 4 für ihn, 10-8. Und das in Unterzahl. Wieder Wechsel, Süß raus, näher rein. Jetzt aber, ja, immer kurze Ecke, bringt nichts gegen Tahirovic. Er kriegt den Ball einfach nicht rein. Ja, ist natürlich jetzt vorbelastet. Er wollte eigentlich einen Leger machen, wurde aber dann noch gestört von Christian Schöne. Hat sich jetzt auch ein bisschen verletzt dabei. Für ihn ist es natürlich persönlich unheimlich wichtig, dass er jetzt mal das Tor macht von außen, dass er ein bisschen Sicherheit bekommt. Auf halb rechts bei Großwaldstadt kommt jetzt Schepsmeier. Der Ex-Mintner. Moritz Schepsmeier, der in der zweiten Halbzeit sehr stark agierte. Hier nochmal dieses Foul. Ja, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. So ein Endspiel, da geht es um viel. Keine Chance dagegen. Tahirovic. Immer kurze Ecke, das weiß er mittlerweile schon. Ja, er konnte den Wurf gar nicht mehr richtig kontrollieren. Also hat Schöne ihn wunderbar noch gestört. Hat ihn vielleicht auch an der empfindlichen Stelle getroffen und da war an den Wurf gar nicht mehr zu denken. Also vielleicht hätte man da sogar 7 Meter pfeifen können. Und jetzt Stürmerfoul zu pfeifen, wieder bei einer Sperre. Das finde ich ein bisschen kleinlich. Also ganz sicher, da kämpfen sie beide. Larsson und Horak. Und dann, also, nee, das können sie nicht pfeifen. Kompromisslos. Natürlich auch wichtig, dass sofort das Spiel unterbunden wird, damit die gar nicht erst aufbauen können. Und gut gemacht. Genau so ist es. Jetzt ist ein Mann dabei, den wir im Hinspiel noch nicht gesehen haben bei Göppingen mit der 11. Eine weitere Option für die Göppinger mehr. Drasko Raljevic. Raljevic. Michael Haas seine Pause, der jetzt 23 Minuten vorne und hinten unglaublich viel gearbeitet hat. Mit Tim Kneule kommt jetzt ein Mann, der das Spiel sehr gut ordnen kann. Spielzüge ansagt, das Spiel schnell macht. Tschüss, 2 Minuten.
ist die erste Zeitstrafe gegen Großwallstadt. Ja, hat den Schubser gepfiffen. Zurückpfeifen. Da gebe ich den Schiedsrichtern recht, aber sie machen sich natürlich absolut keine Freunde hier in der Halle, wenn das so weitergeht. Stürmerfaul zu pfeifen eben gegen Horak, hätte ich auch nicht unbedingt gemacht. Aber dass sie dann im Freiwurf zurückpfeifen, jetzt von Moritz Zetzmeier, sieht man, er springt, das darf er nicht. Er muss stehen und abspielen. Das ist absolut korrekt. Aber meiner Meinung nach bieten sie hier keine souveräne Vorstellung. Zetzmeier. Samspiel zwischen Halb und Außen und Oprea. Göpping hält den 2-Tore-Vorsprung konstant. Macht bislang 4 in der Addition. Ich bin sicher, es wird eine gepfefferte zweite Halbzeit. Ich hoffe, dass wir hier keine mehr gepfeffert kriegen hier oben von den Zuschauern hinter uns. Die sehen alle relativ vielfältig aus. Keine Kollen wie du dabei. Schönes Zusammenspiel der beiden Außen. Ballbesitz. Da haben sie gerade aus der Not eine Tugend gemacht. Eigentlich wollen sie Kemper auf Moritz Zetzmeier spielen. Der wurde aber so behindert, dass gar keine andere Chance mehr bestand. Christian Schöne mit dem Heber. Lässig gemacht, Tor Nummer 4. Gut in Szene gesetzt. Alles richtig gemacht. Und die Halle kocht. Jetzt gibt es die Auszeit. Genommen vom TV Großwallstadt. Wir werden jetzt richtig süß beschimpft vom Publikum. Also ein Tor weniger würde ihm reichen, um die Kabine zu gehen. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Mehr Tempo, Gegenstöße, mehr Druck. Mehr über rechts. Petkovic ist noch nicht fertig, der springt noch auf seine Leute ein. Hat meist ganz klare Ansagen parat. 12-9 die Führung. Hier nochmal das Abräumen auf die Rechtsaußenposition. Den Halben ausgelassen. Offizieller ermahnt gerade Petkovic. Ich glaube, er hat die Auszeit ein bisschen zu sehr ausgereizt, für sich ein bisschen beeilen sollen. Naja. Nimmt sich den Wurf. Und scheitert. Ja, weil die Abwehr vorher wunderbar aufgepasst hat. War an und für sich ein schöner Spielzug. Gut ausgedacht. Aber die Sperre hat leider nicht funktioniert bei dem Rückpass. Und dann wussten sie nicht mehr weiter. Und Stefan Knehr nutzt die erste Möglichkeit, um aufs Tor zu werfen. Das reicht nicht aus. 3 Minuten in der ersten Halbzeit. 3 Tore Vorsprung für Bischof Göpping, dass hier
stark begann, 4-0 führte zu Beginn, dann immer mindestens so zwei Tore vorne lag. Auch durch ihn. Oh, wow. Klasse durchgesetzt. Mit viel Dampf. Horak und Spatz. Ballbesitz. Göppingen, weil er gar nicht erst versucht zu werfen. Schauen wir mal hin. Ja. Ja. Da haben wir's. Da sind sie heute auf der Seite des Verteidigers und nicht des Angreifers. Ab und zu hast du Spiele dabei, wo immer sie Meter gepfiffen wird. Und dann gibt es aber auch diese Fälle hier. Schau mal, Paul. Spät, der sich da regelwidrig einsetzt. Aber auch das ist natürlich absolute Konzessionentscheidung. Füchs hat das ja wunderbar provoziert, hat sie nach hinten fallen lassen, Manuel spät mitgerissen. Und das kann man auch anders entscheiden. Aber ich glaube, sie wollen nicht, dass das Publikum jetzt noch weiter gereizt wird und die Stimmung hier so hoch kocht. Das sind dann solche Entscheidungen, die du in einem Heimspiel nicht so triffst. Ich muss meine Aussage revidieren, die pfeifen hier also so viel Stürmerfaul, das ist unglaublich. Ich möchte mal wissen, wo der da Stürmerfaul gesehen hat. Gucken wir mal. Ja gut, hat er ein bisschen sehr kleinlich. Also man muss ja auch dazu sagen, dass er geschubst wird erstmal auf Michael Haas drauf. Also ich will eigentlich gar nicht so viel über Schiedsrichterleistung sprechen, haben wir in der Vergangenheit auch nie getan. Aber hier ist es offensichtlich, dass sie das Spiel nicht gut im Griff haben und nicht souverän leiten. Warum pfeift nicht dieselben Schiedsrichter vom letzten Mal auch wieder? Wäre das nicht sinnvoll? Naja, da stecke ich nicht drin. Die kurze 3, mal gucken, was es sein wird. Gibt es auch die wilde 7 oder gibt es das nur im Hub? Also die kurze 3, mal schauen. 48 Sekunden gilt es aber auszuspielen. Mal schauen, ob das die Schiedsrichter zulassen. Kann ich mir eher nicht vorstellen. Ja, kurze 3, kann ja eigentlich nur kurzes Kreuzen bedeuten. Aber es ist das lange Kreuz. Ja. Er wollte wieder einen Stürmerfoul provozieren. Süß. Ja, das haben die Schiedsrichter nur davon. Jetzt guckt er böse, aber genau das hat eben funktioniert. Ist doch klar, dass das noch ein zweites Mal funktioniert oder probieren will. Ja. Und jetzt gibt es da so eine gefährliche Ansprache. Das ist gar nichts. Also, tut mir leid, wenn das so weitergeht, dieses Spiel kann auch völlig ausufern. Kaufmann. Noch 30. Und drin ist er. Mit absoluter Power. Lars Kaufmann, Tor Nummer 2. Groß-Waldstadt scheitert und die fangen sich jetzt noch eins wahrscheinlich. Obrea. Eieiei, das ist bitter vor der Pause. Das ist ganz, ganz bitter. Das kann wirklich hier noch ausufern. Du hast es gerade gesagt. Andersson am Boden, vielleicht kriegen wir die Zeitlupe nochmal. Sicherlich keine Absicht, bei gar nichts. Er will sich auch nur entschuldigen. Ja, hat er nichts gemacht, das ist nein. Absolut gar nichts gewesen von Obrea. Andersson kann sich hier auch nicht so großartig verletzt haben. Also nur mit dem Bein. Aber natürlich ist es so, dass Obrea sehr weit reinspringt und auf den
auch ein bisschen auf den Torwart. Da gibt es ganz andere Torhüter, die da ganz anders reagieren und auch einen Schritt nach vorne machen. Der Sterbik hat ihn mal schön einverpasst. Ja, das ist halt auch nicht die feine Art, aber es ist ein sicheres Tor jetzt. Und Oprea entschuldigt sich da auch. Die Uhr ist übrigens um 4 Sekunden zurückgedreht worden, von 55 auf 51. Heißt also noch 9 Sekunden Zeit für den Gastgeber, noch ein Tor zu erzielen. Natürlich sehr bitter, sich noch 2 eingefangen zu haben innerhalb von 48 Sekunden. Naja, das war's. 9 zur Halbzeit. Das heißt also, 8 Tore muss der TVG hier gut machen in der zweiten Hälfte. Da jubeln sie schon, die Göppinger. Zu früh. Aber wir werden es erleben in der Pause. Können Sie ein Interview sehen mit Igor Arnitsch zum gestrigen Spiel des VfL Gummersbach und meinen Kollegen Frank von Behren in voller Action. Aber mehr dazu dann gleich. Ja, Sie kennen sicherlich alle den Streifen Frankie Goes to Hollywood. Wir haben auch was ganz Neues für Sie aufgelegt. Frankie Goes to Köln. Das haben Sie schon gesehen, als mein Kollege Frank von Behren in Ciudad Real auftauchte. Unter anderem mit Talant Dushibayev. Und das werden Sie jetzt gleich erleben. Der war nämlich nicht nur in Ciudad Real, sondern auch in der katalanischen Metropole. Wo wohl? Beim FC Barcelona. Da geht es übrigens gerne hin, mein Kollege, der nämlich sehr gerne Tapas isst auf den einschlägigen Plätzen dort. Also schauen Sie sich diesen Beitrag mal an. Zum Schmunzeln geeignet. Von der Kleinstadt Ciudad Real nun in die Weltmetropole Barcelona. Sagrada Familia. 7-mal Champions League. Nicht schlecht. Now he won 4 times Champions League, 1 time with Celje and 3 times with Ciudad Real. And now, next time with Barcelona? Last time it was really close. It was very difficult to leave after the few months after the lose against Kiel, because we was almost have in our hands the title. But sports is like this, no? I think this is what makes to spectators look this our sport. So of course this season we will try to do everything to win this final four. It will be very very difficult and very hard, because I think in this moment really stay over the best teams on Europe on this moment. So it will be really really difficult. Tja, Sihai Rutenka, den haben wir im letzten Jahr gesehen im Finale mit dem FC Barcelona. Wird es der FC auch in diesem Jahr schaffen, oder sind die Rhein-Neckar-Löwen in Köln dann doch zu stark? Jürgen, das werden wir sehen. Keine Ahnung. Das war die diplomatische Antwort des Frank von Behren, dem Weltenbummler in Sachen Handball, der jetzt wieder hier Gewehr bei Fuß ist für die zweite Halbzeit. Und die Schiedsrichter, das ist klar, sind nicht amused. Jo, das, was sie hier erwartet empfangen wird, nämlich die Buhrufe des Publikums. Ist das noch aufzuholen? 8 Tore muss der TV Großwallstadt gut machen. Das ist alles aufzuholen, aber sie tun auch gut daran, sich jetzt nicht künstlich über die Schiedsrichterleistung aufzuregen. Das wird jetzt zwangsläufig so kommen. Bei jeder kritischen Entscheidung wird man sich beschweren, aber man sollte sich auch darauf konzentrieren, was man selber kann und macht. Und die erste Halbzeit war nicht optimal, das muss man einfach so sagen. Göppingen hat sehr konzentriert gespielt, 30 Minuten lang. Die wissen natürlich auch, dass das Hinspiel von ihrer Seite nicht gut war und dass sie mehr können. Und das haben sie in dieser ersten Halbzeit gezeigt.
Oliver Körmann eben im Bild, der mich mal so ein bisschen an einen Spieler vom HSV Hamburg erinnert, nämlich Toto Jansen. Zumindest von der Art seiner Frisur her. Tja, er muss jetzt die Fäden ziehen im Rückraum. Er muss jetzt Impulse setzen, er muss seine Leute in Szene setzen. Andersson sollte über sich hinauswachsen, wenn da noch was sein soll. Ich befürchte, das wird nicht reichen, wenn Göpping nochmal so eine konzentrierte zweite Halbzeit spielen wird. Groß Waldschmidt kann nur noch eine Chance haben, wenn Göpping auch deutlich nachlässt, sich vielleicht von der Hektik auch anstecken lässt. Sich von den Zuschauern beeinflussen lassen, all das. Aber ich glaube, sie sind heute zu stark für TV Groß Waldschmidt. Lars Kaufmann. Im Hinspiel 7-mal erfolgreich. Heute schon 2-mal. So, die letzten sollten Platz nehmen. Da kommen noch einige, die sich erfrischt haben. Draußen 28 Grad. Viele Bierstände, Bratwurststände. Da wird eine Menge los sein, auch wenn sie das nicht gewinnen sollten heute. Aber wenn sie das noch umbiegen hier, dann wird ihr Jubel umso größer sein. Auf außen, vielleicht ein bisschen überraschend, bleibt der Mann, der bislang noch nichts gerissen hat, Andreas Kunz. Sein Pendant war da doch etwas stärker. Aber David gibt ihm das Vertrauen, weil er nämlich den anderen Mann an den Kreis schickt, eine neue Variante. Genau. Jetzt Kietke am Kreis. Ah, gibt gleich 2 Minuten. Miro Jablitsch. Ich würde sagen, dem Spielverlauf kann man das zuordnen. Das würde ich auch so sagen, weil das war ja Michael Haas, der den Kreisläufer so geschubst hat von hinten. Oder liege ich da falsch? Ja, das ist Michael Haas. Ja. So, jetzt kommt er von außen. Jetzt kann er es mal schaffen. Und eben habe ich ihn noch gescholten und jetzt darf er nicht lügen. Andreas Kunz. Immerhin Tor Nummer 10 für Groß-Wallstadt. Mit der vorgezogenen Deckung Spatz gegen Haas in Überzahl. Und Spatz. Tahirovic. Da hat Tahirovic schön den Scheitel gezogen. Zu deiner Personalie an die Kunst. Groß Waldschmidt braucht auch jetzt eine wesentlich bessere Deckung als in der ersten Halbzeit. Aber wenn du Kaufmann nicht offensiv angehst, dann fängst du dir halt so eine Keule von ihm. Sehr nah an der Deckung, die ja noch nicht aggressiv drauf geht. Auf der Rückseite, auf der anderen Seite. Da muss ich dir recht geben. Nee. Sind jetzt ein bisschen zu passiv in der Abwehr. Also auf der Gegenseite Knäher mit dem 11:16. Bleiben 8 Tore. Und jetzt nimmt Göpping natürlich so ein bisschen Fahrt raus, Tempo aus dem Spiel. Bauen ganz behutsam auf, kommt das lange Kreuzen zurück. Ganz beliebter Spielzug.
hier pfeifen sie mal gar nichts. Kein Schwimmerfoul, keine zwei Minuten. Oh, da macht Stefan Knehr schöne Reißprobe an dem Trikot. Kaufmann aus 10 Metern. Ja. Das wären Schritte gewesen, das hat abgepfiffen. Ja, das waren auch Schritte. Natürlich sind das Schritte, aber immer wenn du einen Überzieher machst und den nicht ganz sauber machst, dann sind es eigentlich immer Schritte. Nur die wenigsten Schiedsrichter pfeifen es, weil du am Mann bist. Weil du natürlich auch attackiert wirst. Ein neuer rechts außen und ein Mann, der ein bisschen drei springt. Felix Kossler für Spatz im Spiel. Zwei Minuten gegen Sere Jakobsen. Das war haarscharf am Mann, noch ein Trikot gerissen. Jetzt gibt es eine richtige Trotzreaktion der Zuschauer. Stehen alle auf, stehen komplett hinter ihrer Mannschaft, feuern sie an. Also schön zu sehen. Wie das Spiel ausgeht. Sie können wirklich stolz sein auf den TV Großwallstadt, was sie hier im Europapokal geleistet haben. Haben wirklich hochrangige Gegner ausgeschaltet. Den TBV Lemgo, der sich ja Favorit war in diesem Spiel. Und der Mann, der den Spiel nicht traf, Andreas Kunz, jetzt mit diesem Sensationstreffer von der Außenposition in Unterzahl. Traumtor, nicht Moritz Schäffmeier. Der Mann heißt anders. Der heißt Andreas Kunz. Kaufmann. Die Tore vorne bringen natürlich dann nichts, wenn sie hinten die zu leicht zulassen. Immer noch 7, die aufzuholen sind. Spatz kommt von der Bank. Die Aufholjagd beginnt. Wollen das etwas zu präzise machen. Ballbesitz für Großwallstadt, nachdem später im Kreis lag. Ja. Auch mal wichtig für die Großwallstadt, einen Abpraller zu kriegen. In 3 Sekunden kann wieder aufgefüllt werden. Reinhold. Und 2 Minuten gegen Haas. Das ist die 4. Zeitstrafe bereits gegen Göppingen.
Zahirovic ist wirklich ein Glücksfall für Christoph Köpping. Was der nach dem Weggang von Galia geleistet hat im Tor der Köppinger, das ist schon überragend. Sagt für ihn seien seine Kinder das Wichtigste. Aber wenn man ihn so im Tor sieht, ich schätze, wenig Training steckt auch nicht dahinter. Andersson. Voll, wenn uns schon vorher welche gegeben hatte, aber das lassen sie durchlaufen in Überzahl. Der TVG zum 14:18. Ja, dass es zurzeit natürlich auch so ein bisschen ruhiger zur Sache geht, liegt daran, dass Köpping hier wirklich ganz konzentriert seinen Stiefel runterspielt und sich überhaupt keine Schwäche erlaubt. Wenn das Spiel hier knapper wäre, dann würden die Schiedsrichter auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden. Sie können ja froh sein, dass es so läuft. Tim Keule. Die Keule aus. In Unterzahl. Muss noch 2 Minuten nochmal gehen, man Trikot gerissen, aber lassen Sie so weiterlaufen, Fiete. Vorher Trikot gerissen, dann losgelassen. Da bekommt Kaufmann sein Fett weg, er hätte da ein bisschen einrücken müssen. Nicht mehr so kleinlich.
wäre schon mal interessant. Großwaldstadt kommt dran. Dass Göpping seine spielerische Linie hier verliert und sie, ähnlich wie es im Hinspiel war, nur noch 1-gegen-1 Situationen machen, sich provozieren lassen von den Großwaldstädtern. Das ist die Chance, die Großwaldstadt jetzt noch hat. Der Kreisverstand, es gibt ja 7 Meter. Timeout. Fordert Großwaldstadt, gibt es jetzt auch. War ganz klar im Kreis. Wäre irregulär gewesen. Aber der TVG bekommt jetzt so ein bisschen Oberwasser in dieser Partie. Stajerovic im Blickpunkt. Andreas Kunz. Den mal ganz kurz. Kaum eine Regung bei ihm zu erkennen. Näher im Pech. Im Zentrum mit Süß. Haas. Haas versucht jetzt das Spiel zu ordnen. Sagt ein Dreierkreuz an. Und Hora kommt für Kaufmann, der vielleicht ein bisschen Verschnaufpause braucht. Über die Mitte bei Göpping. In dem Fall korrekt, mit der Schulter reingegangen, Horak. Aber sehr schnell hinten, Göpping, sehr diszipliniert. Petkovic was er im Hinspiel noch nicht gemacht hat. Er bringt Tim Kneule auf der Mitte, der jetzt natürlich wieder ein paar Sachen ansagt und das Spiel flüssiger macht. Im Hinspiel war es ja noch so, dass Michael Haas durchspielen musste bis zum Ende und ihm auch nicht mehr viel eingefallen ist. Und dann war es halt viel 1-gegen-1 und viel Gewühle. Und das ist das, was heute nicht passieren darf. Aus Sicht der Göppinger. Aber die Abwehr von Großwaldstadt hat jetzt
sehr gut zu, verschiebt gut, rutscht gut, jetzt hat der Arm gehoben, Horak. Ah, die stehen gut. Aber dann doch dieser Verlegenheitswurf, der sitzt. Sieben Tore fehlen dem TV Großwallstadt. Heißt, sie müssen sieben werfen und dieser Dinger dürfen jetzt keins mehr merken. Zumindest am Ende müssen es drei mehr sein. Das steht aber jetzt schon fest. Ist schwer vorstellbar. Immerhin. Mehr fünf Treffer. Wesentlich agiler als im Hinspiel. Hat er ohne Frage gut gemacht, aber wenn man mal ihn beobachtet, was für einen Weg er macht, um dieses Tor zu erzielen. Von halb rechts kommt er, geht fast bis halb links, tippt einmal, geht wieder zur Hand. Das ist natürlich auch unglaublich kräftezehrend. Deswegen kommt er jetzt auch raus, wird in der Abwehr geschont, wird nur noch im Angriff gebracht. Klasse gehalten von Andersson. Ja, jetzt brauchen sie mal ein paar einfache Tore. Andreas Kunz. Spiel ist unterbrochen. Seit 49 Jahren haben die Köppinger keinen Titel mehr geholt. Wir sind zumindest nah dran, aber es ist noch lange Zeit. 14 Minuten, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Ja, ich wage auch keine Prognose mehr. Also. Ja, hat er nicht geworfen. Petzmeier. Oh. Ballbesitz Großwallstadt. Oder? Ja, ja, natürlich. Zuschauer mit der Morgenluft auf die Bank. Der Großwallstädter jetzt nicht mehr zu halten. Auch richtig, was Peter David jetzt macht. Jetzt bringt er neue Kräfte, halb rechts Moritz Schiffsmeier in der Mitte mit Schütz. Wir müssen jetzt für frischen Wind sorgen. Und vielleicht mal wieder ein paar Überraschungsmomente bringen. Schütz hat er selber gehen können. Schöne. Diese Kreuzung sitzt zwar gut und schön, aber man sieht hier gut, dass es eigentlich nicht viel bringt. Weil die Abwehr gut steht, weil einer vorne ist aus dem Mittelblock und diese Kreuzung komplett zerstört. Aber Großwallstadt macht trotzdem das Tor. Und Moritz ist super Einzelleistung. Des Ex-Mindeners Moritz Schiffsmeier. Aus der Talentspiele. Der Minden, aus der auch mein Kollege hier kommt. Ja. Aufgeholt haben die Großwallstädter 19:20. Momentan würden es nur drei Tore sein, denn die Göttinger haben erst 20 erzielt, aber die werden hundertprozentig hier 21 am Ende stehen haben und wahrscheinlich mehr. Momentan im Angriff von Göppingen ein bisschen Sand im Getriebe. Jetzt gibt es aber Zeitstrafe gegen Schiffsmeier. Nee, nicht gegen Schiffsmeier, gegen Jakobsen. Gegen Jakobsen, sorry. Zweite Zeitstrafe gegen ihn, hat auch 2x2 schon in der ersten Halbzeit im Hinspiel, war fällig. Das macht Tim Kneule natürlich auch gut. Er stellt ihn sich so, wie er ihn haben will. Manuel Späth, den Kreisläufer schickt er nach rechts, zwischen halb rechts.
und den Mittelblock und dann isoliert der Jakob schon ein bisschen und er ist einfach zu schnell, zu stark, 1 gegen 1. Oh, vorher noch gerissen am Trikot, aber lassen das Tor vor allem gelten. Wichtig für Göppingen jetzt mal wieder ein Treffer von Kneule. Ist aber auch hart an der Zeitstrafe. So, wenn Göppingen jetzt kein Tor mehr erzielen würde und TV Großwallstadt 3, dann wird es hier 7 Meter werfen geben. Aber davon gehen wir mal nicht aus. Tschüss. Und Tahirovic. Ganze 21 im Hinspiel kassiert. Ihm haben es zu verdanken, dass sie so wenig Treffer kassiert haben dort. Haas geht wieder raus, Kneule kommt. Korak bleibt, Kaufmann draußen, wie im Hinspiel. Jetzt zu nah an der Deckung. Ja, das muss die Meter geben, ganz klar, ganz klar. Stand weit hinten drin, Schepsmeier, da sehen Sie es, fast einen halben Meter. Ja, nochmal schön zu sehen, Schepsmeier läuft durch den Kreis. In Überzahl, also jetzt der 7 Meter für Göppingen. Zum zweiten Mal Ngovaljevic. Souverän. Göppinger Fans in Vorfreude auf einen möglichen Cup-Gewinn. Noch ist diese Freude zu früh. 10 Minuten. Und in denen müssen die Großwallstädter 6 Tore gut machen. Schwierig. Ja, da sieht man, dass sich Göppingen gut eingestellt hat auf die Spielzüge von Großwallstadt. Und diese ganzen Kreuzereien in der Mitte, ist natürlich nicht mehr viel Platz da und sie schieben schön eng zusammen. Im Mittelblock geht einer raus, der zerstört die Kreuzung, dass man auch nicht aus dem Rückraum werfen kann. Ich muss wirklich sagen, dass sie sich gut vorbereitet haben in dieser Woche. Denn im Hinspiel haben sie sich doch noch durch 1-2 Spielzüge überraschen lassen. Gerade durch die Kreuzung und Rückpässe im Zusammenspiel mit dem Kreisläufer. Aber heute sind sie wunderbar darauf vorbereitet. Von Nummer 5 für Thiel und so langsam dürfen sie träumen vom Sieg im EHF Cup, die Göppinger. Jetzt sowieso. Christian Schöne, könnte so etwas wie die Vorentscheidung schon gewesen sein. 8 Tore müssten jetzt die Großwallstädter erzielen und Göppingen dürfte gar keines mehr gelingen in den letzten 9 Minuten. Auszeit genommen vom TVG. Ja, er muss jetzt eine offensive Deckungsvariante probieren. Nimmt den Kneule raus, der jetzt in dieser Phase ganz entscheidenden Anteil daran hat, dass Göppingen wegzieht. Also wieder gut gewechselt von Petkovic, dem Trainer Fuchs. Ja, das, was er letzte Woche nicht gemacht hat, hat er vielleicht auch daraus gelernt. Diese Woche hat er ein wesentlich glücklicheres Händchen, beziehungsweise hat Michael Haas ausgewechselt und Tim Kneule volles Vertrauen gegeben und er hat ihm heute zurückgezahlt.
bisschen Pech gehabt heute mit vielen Postenwürfen. Auch Innenposten war dabei. Und so langsam aber sicher, glaube ich, werden sie sich in Göppingen schon auf die Meisterfeier einstellen, die dann morgen stattfinden würde. Rathausplatz, hier war sie für morgen 10.30 Uhr geplant in Aschaffenburg, aber ich fürchte, das wird nichts für Großwaldstadt. Mit einem Stich gelassen. Auch der Wechsel war gut mit Kaufmann. Auch da ein frischer Mann auf der halblinken Position. Das kommt natürlich auch Pavel Horak zugute, hier diese offensive Deckung. Dadurch hat er viel mehr Platz. Vor einer Woche war die 6-0-Abwehr so kompakt von Großwaldstadt. Da haben sie immer wieder versucht durchzubrechen und sie haben es nie geschafft. Und jetzt, wenn Horak Platz hat, dann ist er nicht zu bremsen. 1 gegen 1, wenn er 3 Meter links, 3 Meter rechts, ja, dann hat Schepsmeier auch keine Chance. Zum 20 zu 25, Moritz Schepsmeier. Aber da gibt es große Lücken in der Abwehr, die spielt jetzt dieses Risiko, ist klar. Schöne. Also das Torhüter-Duell ist auch für mich klar von Zajilic gewonnen worden. Das kann man so sagen, ja. Nochmal. Aber ich denke, das Ding ist gegessen. 8 Tore in 6,5 Minuten bei keinem Gegentor, fürchte ich, nicht zu machen. Nein. Ich glaube, die Enttäuschung muss auch nicht zu groß sein beim TVG. Sie haben mit dem Erreichen des Finales wirklich schon viel erreicht und heute hat man den Unterschied zwischen beiden Mannschaften gesehen. Göppingen hat mehr Möglichkeit durch diese breite Besetzung. Tja, da war vorher die Auszeit genommen. Jetzt gibt es gut wieder Proteste. Andersson. Petkovic sagt, lange schon die Karte hingelegt. Andersson von den Schiedsrichtern zurückgepfiffen. Ja, was mich wundert, unser Mann mit dem Mikro ist da mittendrin. Er ist sofort aufs Feld gestürmt. Ich dachte, was macht er denn jetzt? Gutes Auge hat er gerade angezeigt. Ja. Hat er auch. Anbrennen kann. Nicht zu hektisch spielen, ist jetzt angesagt. Da ist der Mann, der das gute Auge hatte. Der Arm ist oben, zeigt der Schiedsrichter an. Deswegen muss jetzt Abschluss kommen von Horak. Kietke, schön durchgesetzt. Jetzt wollen sie logischerweise zumindest noch einen Achtungserfolg, vielleicht noch unentschieden schaffen in den letzten Minuten. Das wäre ja schon mal was für den TVG. Schöne. Machen sich jetzt keine Gedanken über das Ergebnis. Wir wollen einfach noch mal Vollgas geben. 6 Minuten voll spielen. So richtig gespielt, so, ne? Ihn werfen lassen von außen. Keine gute Wurfposition. Ja. Schepsmeier.
7 Meter muss es geben, gibt es auch. Und Timeout zunächst mal nicht. Jetzt erst. Wer macht's? So. Andreas Kunz. Fünftes Tor, es sind noch 5 Minuten und 6 Tore gilt es aufzuholen für den TVG. Gegen die Indianerdeckung jetzt Göppingen mit Kaufmann. Es gibt 2 Minuten gegen Schepsmeier, Kaufmann jubelt schon. Hat er ihn geschubst, 7 Meter. Ist er drin, ist es die endgültige Entscheidung. Vraljevic. Zum ersten Mal Torhüterwechsel beim TVG. War, glaube ich, überfällig, aber keine Mühe. Vraljevic gegen Andreas Wolf. Andersson zurück. In Unterzahl der Gastgeber. Stefan Schmeer. Tor Nummer 6 für ihn, bester Werfer vom TVG am heutigen Tag. Ein bisschen Ergebnis Kosmetik. In 4 Minuten dürfen die Göppinger jubeln. Kaufmann noch mit dem Titel am Ende seines Engagements in Göppingen. Weinhold. Jetzt geht der Wurf ein Treffer. Wir holen den Pokal. Ist leider nichts passiert. Bruce Walzer hat bitte nicht in die Höhe stemmen dürfen. Aber immerhin eine deutsche Mannschaft, nämlich frisch auf Göppingen. Nach 49 Jahren endlich einmal wieder. Auch gerade im EHF Cup knapp gescheitert. Heute der große Tag. Wiedersehen am 8. Juni in Innsbruck. Ein Spiel gegen Österreich. Ganz wichtiges Spiel für die EM-Qualifikation. Kaufmann. Ja, und jetzt kommen sie langsam nicht mehr aus dem Jubeln heraus. Sieht man auch, welche Anspannung bei den Spielern war und wie sich das jetzt entlädt. Nochmal ein neuer Mann bei Göppingen, Schubert, kommt auch mal kurz rein und Kaufmann. Schön, ein starkes Spiel. Tor Nummer 7. Ja, er ist sehr erleichtert. Ganz auch von außen. Gerade er stand ja unter besonderer Beobachtung jetzt, als das mit dem Wechsel bekannt gegeben worden ist nach Flensburg.
Und von ihm, von seinen Schultern, fällt natürlich jetzt die ganze Last ab. Und er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und Petkovic gibt auch noch dem anderen Torhüter eine Chance jetzt. Adam Weiner für Stahirovic, dem sie viel zu verdanken haben. Die Halle hat nicht aufgehört zu jubeln, aber die Fans natürlich von Göppingen, die jubeln am meisten. Und der Schlagzeuger hat schön seinen Bömmel vorne verloren. Hört mal auf zu schlagen. Ja, auch nicht schlecht. Also der Pott geht nach Baden-Württemberg. Da darf der bayerische Landesminister, der Staatsminister der Finanzen, Herr Fahrenthor, nicht jubeln. Kaufmann. Die letzten Sekunden. Und der EAF Cup in den Händen von Frisch auf Göppingen. Das wird eine lange Nacht. Die werden noch zurückfahren nach Göppingen, um dann dort zu feiern. Morgen dort dann der Empfang am Rathaus. Zweite Cup nach Deutschland, Gummersbach gestern, heute war klar, dass es eine deutsche Mannschaft sein würde und wir hoffen natürlich auf das Final Four, 28. 29. in der Lanxess Arena, dass auch eine deutsche Mannschaft dort entweder die Rhein-Neckar-Löwen oder der HSV Hamburg triumphieren wird. Die Vorlagen sind gegeben, aber da dürfte es ungleich schwerer werden, wenn man gestern das Spiel gesehen hat. Heute war klar, Großwaldstadt oder Göppingen. Göppingen verdient in der Addition mit 6 Toren. Sieger des EAF Cups. Ja, das war von uns hier, Frank. Also das spannende Spiel war es nicht. Den Pott in Händen halten ist auch nicht schlecht. Glückwunsch an Göppingen. Wir haben super Leistung heute abgeliefert. Auf den Punkt genau. Man kann nur gratulieren. Und Göppingen wird sich eine Riesensause jetzt veranstalten. Das war's von Frank von Behren, Jürgen Oetker. Wir werden uns dann wieder melden beim Final Four am 28. 29. aus der Lanxess Arena. Unter anderem auch mit Christian Schwarzer, natürlich auch die Kollegen Martin Schmidt und Ulf Kernke dabei. Natürlich auch wieder Hans Finger. Also großes Team dann in Köln. Hoffen wir auf die Rhein-Neckar-Löwen und den HSV Hamburg. Das war's für heute aus Göppingen. Wir sagen Tschüss und Servus. Ciao.